Hey Leute, ich drehe heute mal die weiße Herde. Ich weiß, sie gibt es schon sehr oft, aber naja. Ich drehe das heute mit meiner BFF. Und ja, ich würde mal sagen, ich rede nicht so lange und leg direkt los. Also, es geht an mit der weißen Herde. Sultan, Schatz. Ja, Mom, alles zu Dienst. Hast du gut auf die Kräuter aufgepasst? Ja. Sind sie noch da? Ich weiß jetzt nicht, wo sie stehen, aber ich hab sie. Okay, gut. Ich werde nicht ausruhen und so. Ja. Okay. Ich bin so müde und erschöpft. Tochter! Papa, was ist? Wir müssen heute aufbrechen. Sag den Jungs Mädels Bescheid, dass die Kräuter klauen sollen. Die müssen sich bereitstellen. Und den kleinen braunen Kerl da, den musst du verpissen. Okay. Du da. Nee, Schatz, das macht man ganz anders. So, jetzt ist er weg. Jetzt haben wir keinen Schwächling mehr. Okay, Dad. Herde, die Beste von uns wird jetzt sich aufmachen zur weißen Herde und die Kräuter holen. Ey, du da, du kleine braune Nutte, du. Ey, du. Du machst dich nicht auf den Weg. Du bereitest dich hier vor und guckst, ob hier jemand kommt. Ja, und du passt hier halt auf. Okay. Bist du zu schwach? Nein. Sonst kriegst du Schlägerei. Okay. Leute, aufbrechen, Dad, aufstellen. Dad, Ja, was ist? Night Girl macht sich auf den Weg. Ja, brecht auf, alle. Also, bis gleich. Also, ist diese seltene. Hey. Was ist das? Hi. Hau ab. Was tust du hier, Mutter? Ich wollte nur. Mutter! Hier ist jemand von der schwarzen Herde. Hau ab! Komm ja nicht wieder zurück. Schatz, wir müssen sie einfangen. Los, So, hol die ich bin besten. ja. Ja, ich hol die besten Krieger. Halt du sie fest. Ich halte schon. Hallo, ich will doch nur. Du wolltest die Kräuter, denn ich weiß, wo die stehen. Lass mich! Ich lass dich nicht. Honey, Snowy, Leo kommt. Ja, komme. Was gibt's? Mein Sohn hat eine Schwarze. Und ihr müsst sie jetzt holen, okay? Ich gehe einfach. Ey, warte, du Schwächling, du bist auch so schwach, ey. Ja, Leo, ja. Ich deck die Augen zu. Wo ist das Gefängnis? Lasst mich in Ruhe! Holt es! Das Gefängnis, holt sofort! Wir müssen sie abführen. Ach so. Hast du daran schon mal gedacht? Ja, nicht so auf jeden Fall. Wir müssen sie so. Eng einander. Okay. Lasst mich in Ruhe! Ich habe euch nichts Maul. Getan! Was ist die Kräuter? Das habe ich gesehen. Die braucht man zum Überleben unseres Herdes und unseres Fohlens. Lasst mich in Ruhe! Ab ins Ja, Gefängnis. kannst du nur wünschen. Au! Da komme ich ja nie raus! Tja, so ist es wohl. So ist wohl ein Leben für einen Schwarzen. Und jetzt haltest du dein Maul, denn die Fohlen schlafen. Au, okay. Los, wir ziehen uns zurück. Ja, gute Arbeit, Jungs. Okay, ich kann dich wieder grasen. Lecker, ich liebe dieses Gras. Oh, danke, Jungs. Gut gearbeitet. Tja, Pollenallergie, Mutter. Ja, wie immer. Okay, ich werde mich Ich jetzt. gehe jetzt pennen. Ja. Oh Mann, dieses Leben in die Schwarze Herde, hör zu! Jemand muss ganz unauf. Wir brauchen zwei Leute. Du da. Ja. Und meine Tochter. Dad? Du wirst sie ablenken. Und du holst die Kräuter. Und wenn du etwas falsch machst, dann kriegst du Hausarrest. Verstanden? Okay, Dad. Aber eins muss ich sagen. Los! Dad! Night Girl Was? wurde eingefangen von der weißen Herde. Ich weiß.
Deswegen schicke ich da auch noch einen starken Mann mit. Mich? Ja, dich. Und du wirst sie befreien. Und du, Braune, du haust mal ab. Also, ich rede mit euch drei. Ihr müsst es normal machen. Wenn ihr etwas verkackt, dann gibt's Ärger, aber so gewaltigen. Okay, los. Los geht's. Müssen wir uns auf den Weg machen. Ja, ich bin also nicht dumm. Also, lenk ab. Ich bin bereit, ja. Ich gehe von da hinten. Ja, ha. Geh. Los. So. Hallo, Donner, du musst sie doch ablenken. Donner! Was ist? Du musst sie doch holen. Los jetzt, ab. Ey. Hallo, hallo, hallo. Ein Schwarzer! Tja, ihr werdet mich nicht so einfach kriegen. Was tust du hier? Tja, ich wollte nur die Fohlen anschauen, wie süß. Du bleibst jetzt hier. Nein! Und ich wollte einen Fohlen mal zum Mittagessen unseren Herrn bringen. Was hast du da gemacht? Lass meine Mutter! Oh. Mutter. Alles gut, Schatz. Komm, ruh dich aus. Ja, ich ruh mich auf einen Stein. Es geht schon. Okay. Oh, Night Girl. Ja. Night Girl. Die Kräuter. Ah, schnell weg. Night Girl. Dad, die Kräuter, ich hab sie. Super. Tu sie da hin. Okay. Auf meinen Thron. Ja, ha, ich verstehe schon. Okay. Okay, verstanden. Wir müssen hier außen. Okay, warte. Ich bin nicht so schnell. Ah, Tortillas. Ich bin halt einfach nur mal schneller. Beweg deine Hüfte. Ja, okay. Ein Gestrüpp. Oh. Herr Meister, wir haben sie. Dad? Geht's dir gut? Ja. Wer hat das gemacht? Wenn ich gesehen habe, dass du das gemacht hast. Ich will dich nicht sehen. Verstanden. Und rede nicht so, als ob du frieren würdest. Denn hier ist es Hochsommer. Herr? Was? Wir sollten doch dieses gefleckte Fohlen holen. Mit diesen braunen Flecken. Denn das ist ein besonderes. Halt die Klappe! Wenn du so redest mit meinem Papa, kind. Ja. Verstanden. Aufrichten. Ich suche mir welche aus. Ich pass auf die Kräuter. Du. Ja. Du. Lenkst ab. Oh, nee. Nee, du holst ein Fohlen. Aber dafür brauchen wir zwei, denn die können schon recht schreien. Du da, wenn du auch einmal was falsch machst. So, ihr zwei holt die Fohlen. Verstanden? Und wir brauchen einen Schwächling. Du, du kleiner Pupser. Du lenkst ab. Verstanden? Oh, okay. Los! Ja. Hallo, 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 hallo. Hey, was tust du hier? Ich wollte nur etwas Bescheid sagen. Mist. Schatz, ich habe mich wieder ausgeruht. Ja, alles klar. Okay, ich bleib hier. Good night. Gute Nacht, Schatz. Mist, die haben uns gesehen. Schnell verstecken. Ist das gut? Habt ihr das Geräusch nicht auch gerade gehört? Ach, Kinder, Schatz, was ist los? Ich habe ein Geräusch gehört. Ein ganz lautes irgendwie. Und da war irgendwie so ein kleiner schwarzer Blitz. Tja, ich pass schon auf euch auf. Okay. Mist. Eine Schwarze! Hinter! Ach, du träumst doch. Nein, da hinten! Ich beschütze euch doch. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Ich glaub's euch nicht. Hier dann ist guck nur doch ein schwarzes Licht. Das sind doch die Schwarzen. Ja, ich sehe da kein Schwarz. Papa, du bist behindert. Ich mach Schwarz. Ciao. Papa! Oh, wir sind ohnmächtig. Los, wir müssen sie holen. Wir müssen irgendwie ans Haus. Los, schnell hier hinten durch. Die hören ja der Meisterin zu. Was für Meisterin eigentlich? Naja. Wir müssen... Ey, Kleine! Hier.
Wir haben kein Gefängnis. Du bleibst hier. Nein. Okay, dann kommst du dann mit. Was bist du für ein kleines Opfer? Hier ist dein Gefängnis. Ja, alles klar. Und wenn du ausbrichst, dann gibt's Ärger. Von dem Meister. Was denkst du? Los, komm, BFF, wir gehen. Ja. Wir haben ein Fohlen. Aber warte. Mal so zur Aufmerkung. Ja. Das sind zwei von unseren Pferden. Muss ich das auch machen? Komm jetzt mit. Oh. Ja. Dad ist manchmal streng. Bleib jetzt hier. Aufstellen. Steht nicht. Es liegt nicht. Es ist morgen früh. Es ist 7.30 Uhr. Wer hat gefragt? Wir können um diese Zeit eigentlich noch schlafen. Aber wer hat gefragt, du kleines Biest? Okay. Schatz. Yes, du. Was ist Papa? Dein Platz ist hier. Okay, sorry. Die anderen stellen sich auf. Ja, Herr Meister. Also, wir haben ein Ziel. Welches denn? Du haltest mal deine Klappe, wenn ich rede. Ja, ist gut. Unser Ziel ist, dieses Kräuterlein zu beschützen. Dafür brauchen wir ein Versteck. Dad, ich weiß das beste Versteck, das es gibt. Kommen sonst angerannt. Ach, ich weiß nicht. Aufstellen! Wir müssen sie holen. Du kommst mit. Jo, du. Das wird reichen. Schatz, ja. Pass bitte auf dich auf. Du weißt, die schwarze Herde ist sehr gefährlich. Pass bitte gut auf dich auf. Ja, ich brauche noch eine Ablenkerin. Du, du kleines Pony, du kommst mal mit. Ja, alles klar. Du lenkst ab. Aber es ist zu gefährlich. Mach, was mein Sohn sagt! Ja, ich hab's. Du, wir hauen dich schon wieder. Mann, muss man immer alles selber machen. Okay, Leute, das war jetzt der erste Teil von der Weißen Herde. Es geht gleich weiter mit dem zweiten Teil. Also, wir sehen uns. Bye.